Hey Tobi, cool, dass du dich bei Volt engagierst. Und du kandidierst echt fürs Europäische Parlament? Wofür steht ihr denn so? Ja, das stimmt. Nationale Parteien stoßen an nationale Grenzen. Was wir wollen, ist eine echte europäische Politik und deshalb brauchen wir auch europäische Parteien. Eine Europäische Union, in der wir gemeinsam Ideen entwickeln für unsere Zukunft und in der wir europäische Probleme auch gemeinsam und europäisch lösen. Cool. Also mir ist Umweltpolitik besonders wichtig. Mich nervt es echt, dass die Politik da nicht vorankommt. Was sagst du zu den Klimaprotesten? Ja, ich finde es richtig gut, dass Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Eltern, Wissenschaftlern und unheimlich vielen Menschen auf die Straße gehen und endlich ein Zeichen setzen gegen den Klimawandel. Die Politik muss endlich handeln. Deshalb können wir nur gemeinsam in ganz Europa diesen Klimawandel stoppen, mit einer echten Energiewende, mit einer echten Verkehrswende hin zu einer sinnvollen Politik. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, das ist vor allem ökonomisch sinnvoll. Das schafft Arbeitsplätze, das sagt ja die Wirtschaft und das sagen auch die Finanzmärkte. Geredet wird in der Politik ja immer viel. Aber wie wollt ihr eine echte Wende für unser Klima hinbekommen? Wir müssen aufhören, Kohle und andere fossile Energieträger weiter zu subventionieren. Es kann doch nicht sein, dass wir das Klima zerstören und das auch noch belohnen. Die Energiepolitik von morgen muss noch viel smarter werden. Dazu gehört auch, dass wir die Energiewende auf europäischer Ebene koordinieren, dass wir sie wirklich effektiv und überall umsetzen. Wir brauchen mehr Technik und mehr Innovation. Und dafür lohnt es sich auch, Geld in die Hand zu nehmen. Na, das klingt doch nach einem Plan.